So, da sind wir schon bei der neuen Folge. Ich habe ja gesagt, das ist eigentlich die einfachste Folge, glaube ich, mit den 20 Nebelmonstern. Man schafft es wahrscheinlich nicht in einer Mission, das ist sehr unwahrscheinlich. Aber ich habe gedacht, ich wäre schlau. Ich gehe einfach mal in eine 40er-Zone. Das hat nämlich mal gerade überhaupt nicht funktioniert. So, wie ihr seht, überall, wo dieses Blinken ist, bekommt ihr die also hier nicht, weil die sind zu klein. Aber hier die 34er auf jeden Fall. So, wo habe ich es probiert? Hier, die 40er habe ich probiert. Das ging kräftig in die Hose. So, ich gebe auf jetzt spielen, weil ich habe nämlich eben auch... Jetzt schickt er mich dahin. Ich hoffe, er schickt mich dahin. Ne, die Lobby war leer. Also wenn die Lobby nicht voll wird, dann brauchst du da nicht reinzugehen. Ich habe das eben gemerkt. Alleine kann ich da fast gar nichts reißen. Und ich hatte einen dabei, ich glaube, der war auch nur Sturmlevel 40. Ne, da brauche ich nicht alleine reingehen. Das ist Schwachsinn, was ihr da treibt mit mir. Probieren wir nochmal. Jetzt schickt er mich da in die 40er. Gucken, ob hier einer mit reingeht. Also wie gesagt, das eben ging echt total in die Hose. Puh, sind auch nicht alle wirklich stark. Ach komm, wir probieren es einfach. Also eben zu zweit hat es schon mal nicht geklappt. Aber der hat auch nicht eine Falle aufgebaut, nichts. Hat einfach Metallwand außenrum fertig. Dann habe ich mir auch gedacht, okay, du bist schwer mutig. Vor allem, er hat mich vorher gesehen, dass ich nicht viel mithalten kann. So, wie ihr seht, 42 Abos haben wir ja schon erreicht. Erstmal danke an die zwei, die schon wieder dabei kamen. Hab ja heute erst die, ich glaube mit 38 hatte ich heute Morgen noch. So, dann fehlen uns halt noch 8 Abonnenten bis zur 5. Zahl. Wie ihr seht, die ersten 4 sind da und die Zahlen sind echt. Also, als ich den PaySafe gut bekommen habe, habe ich auch gedacht, ja, das ist ja toll. Der erste Code und direkt eine 090er Nummer. Danke. Ich weiß nicht, ob die jüngeren Zuschauer das überhaupt kennen. Ah, ja, ich glaube, ja. So, den erstmal stumm geschaltet. Boah, ich glaube, der kommt eh aus Spanien. Versteht eh kein Wort. Ja, jedenfalls der Code ist aber echt. Die Sache, ich bin echt mal gespannt, wer den knackt. Dass einer von denen ist, die von Anfang an dabei sind. So wie Dori, Demian oder Varox guckt halt auch immer mit. Das meldet sich auf jeden Fall mal zu Wort. Dann dieser Risen, aber von dem hört man nichts mehr. Ja. Oder ob es halt einer wird, der gerade das zweite Mal zuguckt. So, Nebelmonster, Nebelmonster. Das Problem ist, ich will hier alleine eigentlich... Ach, hier unten ist doch der Bus. Füge Blueglow hinzu, um den Start vorzubereiten. Ich kümmere mich dann ein bisschen um den Busbau. Ich habe eh so viel Metall, ey. Wieder unnötig Schaden. So, erst Nebelmonster ist dann schon mal weg. Da sind es nur noch 19. Und was wollt ihr denn alle von mir? Ich bin ein Bär. Du bist kein Bär. Ich sage, ich sammle so viel Metall, von daher. Scheiße, hier um upgraden.
erstmal hier ein bisschen Platz machen. Weil wie gesagt, eben war es verdammt schwer. Wegen den ganzen Pfützen und alles, ey, die hauen bei mir so viel Schaden rein. Gucken, müssten jetzt eigentlich fertig sein. Schierisch auf höchste Stufe. Davor mal schon Stein. Zack, 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 zack. Ah, es kommt noch einer ins Team, das ist schon mal gut. Ja, manchmal lohnt sich der Weg. Ah, ich muss gucken, nicht, dass hier noch irgendwelche... Das war so viel Schaden bei mir. Das ist schon abartig, echt. So, weiter geht's. Ich weiß gar nicht, ein bisschen was an Fallen habe ich, glaube ich sogar. Wo ist denn der? Sturmtruhe, Sturmtruhe, wo? Ach, da oben. Bin ich schon fertig oder was? Ja, warte, bis noch einer da ist. Sind sie noch? Ich bin nämlich fast tot. Boah, dann noch zwei. Ist das dein Ernst? Aber geschafft. Danke für die Hilfe. Entschuldigung. Wie gesagt, lass uns warten. Nein. Nö. So, die Waffe muss auf jeden Fall mal weg. Geht gar nicht, die Waffe. Ach, eine Schrotflinte hat man eigentlich auch schon lange mehr. So, war ich denn jetzt hier am Bauen, ey? Bam, bam, da liegt einfach nur Eisen drin. So, höher kann ich nicht bauen. So, jetzt die Frage, kommen die noch hier oben her? Wie viel Gezuppel? Ach, da kann man nicht bauen. Und da auch nicht? Zack. Zack. Würde ich mal sagen, das ist ganz schön viel Material, was hier gerade drauf ist. Ich hatte das eben noch voll. Die Frage, kommen die nur hier unten her? Das ist immer so kacke, ey. So, ich weiß auch gar nicht, ob die anderen jetzt wirklich Bock haben mitzumachen oder ob wir erstmal hier ein bisschen rumfahren.
Toll, genau so wollte ich es nicht. Bauautismus ist wieder da. Ach, er sammelt noch die Boni, ist okay. Oder er macht die Boni-Aufgabe. Das kann natürlich auch sein. Bitte sag mir jetzt nicht. Doch, ich hätte einfach so durchrennen können. Ah, ohne Worte. So, würde ich sagen, machen wir da oben schon mal ein bisschen Stein offen rum. Und viele immer sagen, hey, warum hat er nicht? Ich weiß nicht, bis jetzt habe ich damit immer Erfolg gehabt. Zack, zack. Da wird eh nichts herkommen, aber. Gerade die Springviecher, die laufen sowieso immer überall rum. Hier befürchte ich echt, dass ich von hier oben komme. Also ich habe nicht mehr für Jordan. Einfach hier mal ein bisschen was hin. Ich meine, bringt ja auch der Kiste was, wenn wir hier ein bisschen bauen. Oh, der Ton backt hier überhaupt nicht hier rum. So, jetzt muss ich schon gerade einmal Holz. Wenn er mich mal irgendwann aussuchen lassen würde. So, da. Ich meine, vom Bauen her, ich raff nicht, wie ich die okay. So, jetzt kann ich doch hier einen Deckel. Immer noch nicht. Wieso kann ich denn hier immer noch keinen Deckel drauf? Das ist ein Schwachsinn. Die ist alle immer nur so schnell. Mich verarschen? Oh ja, dieser war mega stark, ey. Achso, die sind ja 40. Ich vergaß. Ja, er macht schon alles kaputt.
Ich weiß jetzt nur nicht, was die anderen vorhaben. Die heute noch mitmachen oder nicht? Schön wär's. Ich meine, die kämen immer von da. Oh, ich gehe mal rein, guck mal, ob sie mitmachen oder nicht. Ich bin schon jetzt schon eine Viertelstunde rum für im Prinzip nichts. Verteidige den Bus. Oh. So war jetzt eigentlich nicht der Plan. Wir haben einen Bonus im Spiel. Du bist tot. Entschuldigung. Kommt da ganz gut allein klar. Jetzt taucht kein Nebelmonster auf, gell? Ich bin ein Bär. Sie leben. Ich war ein Bär. Schön wär's. Nix Nebelmonster. Ach, da haben wir da eins. Ach, mal schnell auf. Das kann nur der Kobold da gewesen sein. Mann. Verteidigen des Busses bereit machen. Leg den Schalter um, wenn du bereit bist. So, gucken, ob ich schon ein bisschen Stein mitkriegen kann. Rest habe ich meine Schuhe. Der Hammer, was die aushalten, ey.
Haben die alle keinen Flugflug oder was? Kann man ja nicht auf die ganzen Geschenke einsammeln, soll eigentlich ist schon in der Level 40 Welt und sammeln die Geschenke nicht ein. Verteidige den Bus! Ich glaube, das mache ich auch. Wir haben einen Bonus im Spiel! Die sind so gut. Ich mache eh so wenig Schaden, ey, das ist unglaublich. Wow, das hat sich ja schon mal nicht gelohnt. Ich glaube, ich fahre dann doch wieder zurück. Ich schenke sie jetzt im Kotzen, was da drin ist. Ach komm, ich fahr zurück, ey. Kann ich ihn allein lassen. Fast tot. Ich komme. Das glaubt mir keiner. Gute Arbeit. Weiter so. Der Bus läuft doch schon, oder? Weil ihn juckt das überhaupt nicht. Keine Lust. Gott, hey, brauche ich mich gar nicht aufzuhalten bei denen, ey. Aber ich sag ja, mit den Nebenmonstern, das ist nicht in einer Mission zu machen, ey. Ich wüsste auch nicht, dass ich in einer Mission schon mal so viele Nebenmonster hatte. Das waren nämlich jetzt 5. Vor allem 5 Stück, obwohl es eine 40er Mission ist. So, dann haben wir die ersten schon mal gesammelt. Ich denke mal, jetzt dürfte doch jedem klar sein, den Rest mache ich halt dann solo. Also wie gesagt, einfach die Dinger einsammeln. Beziehungsweise töten. Gucken, was wir jetzt bekommen. Ich habe gesehen, ich habe doch noch ein paar Lamas. Ich vergesse die irgendwie immer aufzumachen. Ja, ich glaube der Batilo, nee. Ich will gerne wissen, wer das war, der da einfach rumgerannt ist. Es gibt immer einen in der Gruppe, der macht einfach was anderes. So.
Schönen Daumen nach oben, was auch immer es bringt. Dann gucken wir nämlich gerade noch, was in den Lamas ist. In den Lamen. Also, ihr wisst ja. Ladebildschirmzeit, Abozeit. Und Likezeit. Und Kommentierzeit. Nach 42 Abonnenten schon. Dies ist schon nicht schlecht für mich. Zack, zack, zack. Voll ein Helden-EP. Ich weiß, braucht man so viel Helden-EP? Boah, ganz ehrlich, da ich das Gold. Ich weiß nicht, wie viele Tickets ich gerade habe. Aber da hol ich auch das Gold, weil das sind einfach sichere Sachen. Da hol ich auch. Achso. So, wie gesagt, jetzt haben wir hier 6 von 20 erreicht. Ich spiele dann halt mal solo ein bisschen rum. Anscheinend ist es dann nicht so einfach, Gruppen zu finden. Habe ich so das Gefühl. Eben habe ich einen gefunden. Gut, jetzt die 40er ID ging. Aber das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich echt nicht direkt eine Gruppe gefunden habe. Also in dem Sinne würde ich sagen, jo, reingehauen und auf Wiederschauen.